Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dragonborn. Wir waren stehen geblieben im Skaldorf und laufen jetzt in Richtung Questmarkierung. Denn wir sollen da jemanden bei der Erkundungstour von einem uralten Grab hier helfen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und ohne Spaß, dieses Hintergrundknistern, das ist nicht normal. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich möchte mal eben ganz schnell neu laden. Ich habe nämlich jetzt die letzten 4 Folgen. Also das ist ja eigentlich schon am Stück aufgenommen. Jetzt ist dieses Störgeräusch auch weg. Das hätte ich schon viel früher mal machen sollen. Ich weiß auch echt nicht, wo das Störgeräusch herkam. Aber egal. Boah, hier gibt es sogar Schmetterlinge. Schmetterlinge, Schmetterlinge. Komm her. Haha, Schmetterlinge gefangen. Und hier unten sollen wir rein. Boah, dass es hier so sonnig aussieht. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber man sollte besser nicht in allem eine Verschwörung sehen. So. Sprich mit Tarstan. Bemerkenswert, nicht wahr? Dieses Grabmal war seit... Ich habe mich umgesehen. Und das einzig Interessante ist diese Inschrift hier. Sowie ein sich darunter befindlicher Schalter. Ich weiß nicht, ob ihr die Drachensprache lesen könnt. Aber das hier scheint eine Art Rätsel zu sein. Ein Opfer wird euch dem, was ihr sucht, einen Schritt näher bringen. Was das wohl bedeuten mag. Ja, also im Zweifel bist du das Opfer. Passt auf, wo ihr hintretet. Hier scheinen einige Leichname auf dem Boden zu liegen. Und hier ist es auch ziemlich warm. Das ist die nächste Inschrift. Ich frage mich, ob diese Feuergrube wohl etwas mit dem Rätsel zu tun hat. Wenn du das schon so sagst, wird das wahrscheinlich so sein. Ich sehe mich nach nützlichen Hinweisen. Ich könnte einfach mal den Griff ziehen. Griff ziehen. Moment, was hat das jetzt gemacht? Hat das hier unten... Oh Gott. Ich ahne, was ich jetzt machen werde. Kann ich dem sagen, dass er da drauflaufen soll, oder macht er das gleich automatisch? Durch diese Kammern zu schreiten, ist wie durch die Vergangenheit zu schreiten. Könnt ihr die Sehenschrift nochmal wiederholen? Ja, natürlich. Sie lautet, ein Opfer wird euch dem, was ihr sucht, einen Schritt näher bringen. Und wisst ihr vielleicht, wie dieses Rätsel gelöst werden könnte? Vielleicht muss etwas in das Feuer gelegt werden. Ja, okay. Weiter geht das Abend. Oh ja. Für dich aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange. Also, was ich jetzt ja gerne machen würde, ist... den irgendwie da drauf bekommen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Das ist überaus aufregend, finde ich. Ich kann dem ja auch nichts sagen oder so. Also einfach mal abwarten, bis er da drüber läuft. Der läuft aber nie da drüber. Kann ich ja irgendwie mal einen Pfeil hinschießen und dann läuft er dahin? Nö. Das juckt den überhaupt nicht. Dieser Ort war ein... Wer weiß, welche Gefahren uns an diesem Ort erwarten. Möchte der nicht noch ein bisschen rumlaufen? Ja, danke. So, jetzt lauf auch da drüber. Verdammt nochmal. Jetzt läuft er nach da hinten. Vielleicht ist das auch ein komplett falscher Ansatz. Liest der in einem Buch? Sag mal, Junge. Das ist gerade kontraproduktiv. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Ja, sei das mal. Ah, vielleicht gibt es ja sonst irgendwas.
Weil der bewegt sich jetzt gerade nicht. Diese Kammern zu schreiten ist wie durch die Vergangenheit zu schreiten. Ja, schön. Läufst du jetzt auch noch mal ein bisschen? Nein, tut er natürlich nicht. Was? Was ist hinter mir? Irgendwas ist hinter mir. Ach komm, lauf doch mal da drauf. Ich will dich versenken, Junge. Na gut, dann versenken wir den eben nicht. Wahrscheinlich gehen die auch davon aus, dass man auf die Idee kommt. Falls, was mache ich jetzt stattdessen? Kann ich den da vielleicht drauf bewegen? Und schieben und schieben. Obwohl, das ist dann ja eigentlich auch wieder kein Opfer. Aber legen wir den da mal ab. Und dann aktivieren wir das mal. Ah. Sieht aus, als könnten wir uns die Richtung aussuchen. Da ihr ja scheinbar wisst, was ihr tut, könntet ihr ja vorgehen. Ja, ich weiß, was ich tue. Verdammt, warum konnte man den nicht da versenken? Das wäre zu schön gewesen. Ich glaube, ich könnte ja eigentlich mal so ein bisschen schleichend durchgehen. Wenn man den Spielstil, ein bisschen ändern. Auch wenn wir natürlich in Schleichen und Bogenschießen keine Talente haben. Da liegt doch jemand. Und zack. Ups. Ein bisschen tiefer und zack. Aufgepasst! Wir haben Gesellschaft! Ach nee, was du nicht sagst. Heim, zurück! Na, das war der Schrei, den ich noch drauf hab. Der weise Mann weiß, wann er sich zurückziehen muss. Gut, dass der nicht der weise Mann ist. Das fällt schon mal auf, mein Bogen kommt hier nicht ganz so mit, muss ich sagen. Obwohl das natürlich auch nicht mein eigentlicher Bogen ist. Ohne Spaß, ich kann ja hier auch mal den Bogen auf eine Nummer legen. Und dafür den Sturmmatronarch von einer runternehmen. Aber der macht echt nicht so viel Schaden. Ich mache mich ja gar nicht nützlich hier. Du machst dich nicht nützlich. Nun denn. So, Drogergeister gibt's auch noch. Schade, dass es hier nicht so richtige Kopftreffer gibt. Also Kopftreffer machen ja meines Wissens nach hier keinen zusätzlichen Schaden, wie das sonst bei so vielen Spielen der Fall ist. Geben wir dem mal einen mit dem Bogen und dann mit dem Pfeil und dann mit Pfeil und Bogen und dann nach was weiß ich. Ich mache mich ja schon nützlich. Die Kämpfe dauern so natürlich etwas länger. Was mich gerade mal interessieren würde, wie hoch ist eigentlich mein Rüstungswert? 804. Und jetzt mit Schwert und Schild? War jetzt durch das schwarze Buch, falls sich noch jemand daran erinnert. Weil wir da ja jetzt noch einen Bonus bekommen auf unsere Fähigkeiten. Außer dieser Inschrift scheint hier nichts Besonderes zu finden zu sein. Mal sehen, was die Inschrift besagt. Alle Menschen müssen sterben, oft durch ihre eigenen Mittel und Wege. Hört sich ziemlich finster an, wenn ihr mich fragt. Die Inschrift bezieht sich sicher auf diese Säule. Was du nicht sagst. Drei Säulen um eine Säule in der Mitte gruppiert. Ah, so geht es. Ja, so geht das also. Moment, das war falsch, oder? Nee, war richtig. Wenn man bedenkt, dass so... Zerstörung nehmen wir mal. Ach, was nehmen wir? Frostbiss einfach. Uns im nächsten Raum erwarten. Schick, schick. Oh, ein Wort der Macht. Das ist gut, das ist gut. Möchte hier nicht noch jemand? Ja, dachte ich es mir doch. Ja.
So, jetzt mache ich nochmal eben schnell hier den Schrei, den Zyklon an. Ey, ich wollte gerade einen Schrei machen. Nicht du. Wirf das denn erstmal so um. Mein Gegenstand ist sich auch schon wieder nicht ausreichend aufgeladen. Ich brauche mal eben schnell Heilung. Gegenstand aufladen wäre jetzt mal gar nicht so schlecht. Azuras-Stern. Und dafür nehme ich dann deine Seele. So, hier noch schnell den Drogerwicht. So, was gibt's hier jetzt Gutes? Noch ein Wort für zu klonen? Ne, Kampfeswut gibt's hier. Die Inschrift beschreibt einen Wächter, der einen gewissen Mira-Arg besiegt hat. Wenn ich das richtig verstehe, steht hier sogar, dass Mira-Arg ein Verräter war. Höchst interessant. Wahrscheinlich gelangt man durch einen dieser Sarkophage hinaus. Wir sollten weitergehen. Durch einen dieser Sarkophage, wahrscheinlich durch den, der schon offen ist. Hier ist ein Fackel, Alter. Achso, kann man die Fackel rausnehmen und reinsetzen. Ach so. So, jetzt werden wir sogar schon auf Drachenworttafeln erwähnt. Ach, übrigens, wir haben einen Schrei gefunden. Da könnten wir jetzt nochmal eben nachgucken. Kampfeswut. Verzaubert die Waffen von Verbündeten in der Nähe und ermöglicht ihnen dadurch schnellere Angriffe. Ist also im Prinzip hier elementare Raserei, nur für Verbündete. Also echt nicht ganz so gut. Was wohl passiert wäre, wenn ich die andere Richtung genommen hätte? Was steht hier eigentlich drauf? Achso, von hier aus kann ich die Dinger auch noch aktivieren. Ne, Moment, ich bin... da bin ich wieder rausgekommen. So, wir waren doch jetzt nach links gegangen. Was ist denn jetzt noch hier rechts, wenn ich hier lang laufen würde? Obwohl die Quest dann sicher jetzt beendet ist, wie es aussieht. Vielleicht führt das ja jetzt auch in den gleichen Bereich irgendwie. Ne, gibt es ein anderes Rätsel. Folgt mir der Typ noch? Weil sonst komme ich hier ja nicht weiter. Ne, der folgt mir noch. Na dann schieß mal los hier. Ich gehe davon aus, dass es hier ein weiteres Rätsel gibt. Geht weiter dem Pfad entlang und schreitet nicht dort, wo ihr schon wart. Interessant. Was soll also, das bei jetzt sagen? Zeitigen bin ich mir ziemlich sicher. Erstens, das Rätsel hat vermutlich mit den flachen quadratischen Steinen zu tun. Was du nicht sagst. Und zweitens, ich werde mich ihnen auf keinen Fall nähern. Ja, der Typ ist super. Muss ich jetzt nicht eigentlich einfach nur hier so langlaufen einmal? Hoffen wir einfach vorne. Prächtig, die Tore haben sich geöffnet. So ein Kindergarten hier. Oh, da gibt es noch ein Wort. Ich muss an dieser Stelle nochmal anmerken, ich finde es schade, dass es in Skyrim so wirklich überhaupt keine richtigen Rätsel gibt. Natürlich ist das ein Rollenspiel, was nicht unbedingt so besonders schwere Rätsel drin haben sollte, aber ein bisschen nachdenken sollte man dabei doch schon, oder nicht? So, einer fehlt noch, du fehlst noch. Und zack. Und neunmal kluger, was steht hier? Moment, das kann ich schon mal übersetzen. Da steht nämlich... Mut. Ich frage mich, ob der Wächter selbst Mensch oder Drache war. Anscheinend hat sich ein geheimer Eingang an der Wand geöffnet. Geht ihr voran? Moment, welche Wand? Worüber reden wir? Hör. Dieses Grabmal ist eine enorm wichtige Entdeckung. Damit geht ja, natürlich.
So. Übrigens auch das zweite Wort dieses Schreis werden wir jetzt einfach mal aktivieren. Warum wir das Kampfes Wut. Sehr schön. So. Fehlt jetzt eigentlich nur noch diese Tür hier, die ich einfach mit einem Hebel öffnen könnte, oder? Ne, mit Schlüsseln. Habe ich das verpennt? Kollege? Das ist überaus aufregend, findet ihr nicht? Mir fehlt der notwendige Gegenstand. Wo soll ich den herkriegen? Habe ich hier echt was vergessen? Heute überziehe ich die Folge nochmal. Naja, bin interessiert. Ich meine, ich muss den Schlüssel doch, wenn dann, irgendwo hier finden, oder nicht? Habe ich eigentlich die Leichen von den Drogger-Todesfürsten hier durchsucht? Weil die ja vielleicht den Schlüssel dann dabei haben. Drogerwicht. Wo ist denn hier der Todesfürst? Hier. Ah. Das kommt davon, wenn man die Leichen nicht durchsucht. So, das machen wir jetzt noch eben. Auch wenn die Folge dann wieder zu lang wird. Na, na, na. So. Wo war das eigentlich, wo ich jetzt vorhin noch rausgekommen bin? Das war doch hier hinten irgendwie. Hier war das, aber da komme ich nicht wieder hoch. Na, dann auch hier nochmal durchlaufen. Ladida. So, hier muss ich jetzt zum Glück nicht nochmal drüber laufen. Ich müsste jetzt den Todesfürsten wieder finden. Da ist er. So, damit ist das erkundet. Und wir müssen die Hauptgrabkammer finden. Und da geht dann langsam auch das Telefon. Das Telefon geht langsam. So. Verzeiht jetzt die kurze Unterbrechung. Aber hier drum kümmern wir uns erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann, euch schönen Tag und ciao.